Und hiermit euch ein herzliches Willkommen beim nächsten Talk und beim letzten Talk. Und ich habe wieder ganz tolle Gäste da. Einmal den Micha und den Steve. Hallo. Stellt euch vielleicht ganz kurz in einem Satz nochmal vor. Ja, also ich bin der Steve von Crying Fly. Und vielleicht kennt der eine oder andere mich vom letzten Jahr, wo ich mal das Projekt Autodesk Fusion 360 for Linux vorgestellt habe. Und ja, ich beschäftige mich in meiner Freizeit vorwiegend mit der Thematik, Windows-Programme unter Linux zum Laufen zu bringen, sei es mit Hilfe von Wine, ganz normal auf dem Rechner oder halt in einer Flatpak-Umgebung oder ja, doch Flatpak-Umgebung. Genau. Und spezialisiert habe ich mich natürlich vorwiegend auf die ganzen CAD-Programme. Genau. Das ist so. Sehr cool. Sehr cool. Und Micha, du machst noch mal ganz grob was. Man sollte dich eigentlich kennen, aber vielleicht noch mal für die Leute, die dich nicht kennen. Inzwischen sollte man mich kennen. Ich bin der Micha, Teil vom Tux-Tage-Team. Man kennt mich vielleicht von meinem Vortrag heute Vormittag über ButterFS oder von Twitch oder von meinem Blog oder von den Vertretungsvideos auf linuxguides.de. Wunderbar. Und ich bin der Jean, bin momentan auch Initiator und Organisator dieser lieben Talkstage hier und habe auch nebenbei den YouTube-Kanal Linux Guides. Ja, wir starten mit dem Talk durch, die Zukunft des Linux Desktop, Vor- und Nachteile der neuen Technologien abgewägt. Genau, ja, wir haben ja in den letzten Jahren immer neue, verschiedene Systeme gesehen, neue Konzepte auch von Betriebssystemen, die ja nach und nach auch Einzug nehmen. Wir wollen einmal auf diese einen Fokus legen, aber auch vor allen Dingen, weil wir den Steve da haben, wie das denn mit der Kompatibilität aussieht zu Windows-Programmen, was da für Hürden sind, was für Hürden bei anderen existierenden Programmen da sind. Und das würde ich auch noch mal ganz, ganz groß einsehen. Vielleicht, wie kann man das auch noch mal vereinen? Ja, ich würde erst mal sagen, start mal ganz kurz durch mit vielleicht neuen Technologien oder neuen Distributionen, die euch jetzt gerade in den Sinn kommen, wo ihr sagt, hey, das könnte vielleicht zukunftsweisend sein, beziehungsweise das probiert man einfach mal aus. Könnt ihr jetzt auch gerne im Chat wie immer mitdiskutieren? Schreibt da gerne eure Meinungen und eure Ideen rein. Die werden wir nach und nach auch wieder durchgehen. Ja, ich würde sagen, starten wir mit Micha oder Steve. Sucht es euch aus. Was findet ihr momentan oder welche Technologien oder Konzepte fallen euch ein? Dann nehmen wir doch einfach mal den Micha. Oder also, ja. Also du weißt gerade nicht. Ja. Nee, ich wollte eigentlich kurz warten, ob der Steve vielleicht. System 76 mit ihrer Eigenentwicklung des Cosmic Desktop zum Beispiel, das wird dann interessant, den sie ja nächste Version, also mit Ubuntu oder mit der PopOS Version 24.04 implementieren möchten. Da wird es interessant, weil der ja komplett auf Rust basiert und nicht mehr auf GNOME. Dann haben wir quasi wieder ein neues Desktop-Environment in der Linux-Welt. Da bin ich gespannt drauf. Entweder gefällt es mir oder nicht. Und dann muss ich mir wieder Lösungen einfallen lassen, um vielleicht zu GNOME zurückzukommen. Werden wir mal sehen. Das ist das, was mir sofort einfällt. Okay. Absolut. Fällt dir doch gerade was ein, Steve? Ansonsten habe ich natürlich auch ein paar Sachen. Aber. Speziell, weil ich ja nun mal in der Wine-Welt lebe und was ich vergessen hatte, ich bin im Übrigen, unterstütze ich sogar die Wine-HQ-Gesellschaft, weil ich bei Facebook jetzt mal so nebenbei nämlich auch mit als Redakteur unterwegs bin. Speziell das Thema Sandbox. Also da kann ich schon mal vorab sagen, da wird sich jetzt in der nächsten Zeit auch immer mehr tun, dass man Wine, also Windows-Anwendungen, die man mit Hilfe von Wine ausführen lässt, dass man das immer mehr in einem geschlossenen System macht. Es gibt ja schon so eine Art Sandbox-Mode, wo man quasi, es ist ja so, man installiert ein Programm mit Hilfe von Wine. Und dann werden verschiedene Ordner erstellt oder Verknüpfungen zu eurem Homes-Verzeichnis gemacht, sei es jetzt Dokumente, Downloads, Musik, Bilder etc. Und mit diesem vereinfachten Sandbox-Mode, den es, glaube ich, seit letztem Jahr gibt, hat man die Möglichkeit, diese ganzen Verbindungen zu brechen.
Und zukünftig soll es halt jetzt so werden, dass man das komplett in einem Art Container halt laufen lassen kann. Also das mal so nebenbei. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine gute Richtung werden, um halt die ganzen Windows-Anwendungen oder spezielleren Programme halt rüber zu portieren. Genau. Wow, stark. Ja, also ich meine beispielsweise, ich weiß nicht, du kennst dich ja in dem Wine-Kosmos viel besser aus. Es gibt ja dieses Lutris beispielsweise oder dieses Play on Linux. Die haben ja auch schon ähnlich irgendwas mit Sandboxes gemacht. Genau. Ist das sowas Ähnliches oder ist genau das einfach nochmal vereinfachter? Genau, ist einfach nur von der Benutzerebene, dass man es halt besser konfigurieren kann, besser gestaltet halt. Man kann das Ganze aber natürlich auch mit Wine-Tricks direkt selber machen. Ist natürlich ein bisschen umständlicher. Aber das basiert halt genau auf dieser Technologie, dass einfach die ganzen Verknüpfungen gelöst werden, dass einfach eine saubere Trennung zwischen Homes-Verzeichnis und der jeweiligen Anwendung ist. Gerade wenn man halt, wie ich jetzt bei meinen Projekten, mit einer Wine-Präfix arbeitet, muss man sich auch schon wie eine Art Mini-Container vorstellen. Das ist quasi einfach ein separater Ordner. Und dann ist natürlich die Entwicklung für mich persönlich viel einfacher, weil ich sauber trennen kann. Ich kann verschiedene Versionen, also auch verschiedene Windows-Versionen laufen lassen. Und genau, das ist eigentlich nur die grafische oder die schönere Variante für den normalen Anwender, sage ich mal. Wobei natürlich Lutris und Play on Linux sich eher an die Spiele orientieren, genau. Was ja bei mir persönlich genau das gegensätzliche Ansatz ist, weil ich gehe auf den professionellen Sektor, weil da meiner Meinung nach muss einfach noch mehr nachgearbeitet werden, weil die Zukunft sollte natürlich, wir haben ja wieder beim Thema Zukunft, auch sein, dass man immer mehr im professionellen Sektor mit Linux arbeiten kann und da ist es natürlich wichtig, dass auch die jeweiligen Programme laufen. Genau. Absolut, ja. Sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt bezüglich Wine. Vielleicht nochmal zum Thema Wine. Wie bewertest du dieses React OS? Das ist ja sozusagen so ein Windows-Klon in Anführungszeichen. Ich persönlich habe da bis jetzt noch nicht so richtig viel Abfarben, noch nicht so richtig viel gefunden dafür, warum man das nutzen sollte, aber hast du da eine andere Meinung? Oder, ich sehe es zwiegespalten. Ich sehe es zwiegespalten, weil im Grunde genommen, klar, React OS arbeitet natürlich sehr viel mit der ganzen Wine-Materie, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jede andere Linux-Distro, die momentan, ich sage jetzt mal, auf dem Markt ist, dass man dasselbe umsetzen kann. Also es ist halt einfach wieder bloß so eine PR- oder Marketingstrategie, dass man natürlich dort Nutzer hinzuziehen kann zu diesem React OS. Aber ich selber sehe keinen Grund dafür, sich speziell jetzt für dieses React OS also zu entscheiden. Genau, also kann man ganz normal auch Linux Mint, Fedora, OpenSUSE. Also mit dem OS, wo man am besten arbeiten kann, das sollte man nehmen. Genau. Okay, super. Ja gut, ich muss sagen, ich weiß nicht, hast du, Micha, mit dem schon mal Berührungspunkte gehabt? Ich habe mit React OS genau einen Berührungspunkt gehabt. Das war damals auf den CLT 2019, müsste es gewesen sein, als sie noch stattfanden, also auch live. Und da hat React OS einen Stand gehabt. Und da habe ich mir das mal angeschaut. Und dann hat in dem Moment nicht mal die Maus funktioniert. Und dann habe ich, das war meine einzige Erfahrung, ich muss sagen, ich war davon natürlich nicht angetan. Ne? Ja, das ist natürlich schade, wenn nicht mal die Maus geht, aber nein, nicht mal testweise habe ich es mir angeguckt. Ich habe einfach keinen Grund gesehen. Okay, also dann sind wir da ja relativ einer Meinung und okay, sehr, sehr cool. Generell habe ich auch nochmal verschiedene weitere Konzepte auf dem Schirm, neben beispielsweise jetzt dem neuen Desktop von 76 oder von System 76 mit dem Cosmic Desktop. Ich kann mir gut vorstellen, dass die langfristig auch wirklich noch Potenzial haben. Sie müssen sich nur ein bisschen einig werden, womit sie das jetzt entwickeln. Ich glaube, das haben sie jetzt auch fertig gemacht. Aber zuvor wollten sie ja, glaube ich, ein ganz neues Framework verwenden, was jetzt dann doch nicht machen oder so. Da war ja ein bisschen was. Aber da bin ich mal sowieso gespannt, was die machen. Aber wer auch noch mal jemand ist, der immer noch ein bisschen mehr in die Zukunft greift, vielleicht ist Fedora, beziehungsweise beispielsweise das Fedora Silverblue
oder Fedora Silverblue heißt es, oder dann gibt es beispielsweise nochmal das Fedora Core OS oder OpenSUSE Micro OS. Es sind doch mal ein bisschen anders, diese Core OS und Micro OS. Ich würde erstmal auf Silverblue eingehen, was ja sozusagen meiner Ansicht nach auf jeden Fall eines der vielversprechendsten zukünftigen Linux-Desktops sein könnte. Vielleicht an alle, die das Konzept noch nicht so kennen. Fedora Silverblue hat einen Ansatz, dass das System selber eigentlich nicht veränderbar ist, sondern man eigentlich auch keine normalen RPM-Pakete drauf installieren sollte, sondern am Ende nur einmal einmal Flatpak-Programme installieren kann. Ne? Und tatsächlich unter Flatpak funktioniert mittlerweile sehr, sehr, sehr viel. Die meisten Anwendungen sind unter Flatpak verfügbar. Und generell, könnt ihr euch sowas vorstellen für die Zukunft, auch sowas selber zu nutzen? Das ist ja die Sache, ne? Also man kann natürlich sagen, ja, für diesen Anwendungszweck und so weiter ist es gut. Könntet ihr euch das vorstellen, sowas zu nutzen, wo ihr nur noch Flatpaks nutzt und ansonsten ein unveränderbares System habt aktuell? Vielleicht auch in 5 Jahren, wenn sich Flatpak in der Hinsicht verbessert. Schreibt das jetzt auch gerne mal in die Kommentare, in den Chat. Mich würde es sehr interessieren. Könntet ihr euch das vorstellen, ein System nur mit Flatpaks zu nutzen? Wer möchte von euch zuerst? Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Also passt nicht in mein Mantra, sagen wir es mal so. Ich sehe es einfach nicht. Klingt interessant, aber für mich persönlich bin ich immer noch zu sehr Spielekind, dass ich ans System muss. Ne? Also ich sehe es nicht, ganz einfach. Für mich sehe ich es nicht. Ich sag mal so, im professionellen Sektor sehe ich tatsächlich da Potenzial, weil mit Flatpak man den Vorteil hat, man kann ja dort selber auswählen, ob man das systemweit die Programme installieren möchte oder ob man die für Benutzer, also man kann dort auch direkt festlegen, die und die Benutzer sollen Zugriff auf das und das Programm haben oder keinen Zugriff haben. Genauso kann man bei Flatpak halt Beschränkungen setzen, also auch Zugriffsbeschränkungen setzen. Also selbst da hat sich mittlerweile sehr viel getan. Und natürlich für einen Admin ist es natürlich von Vorteil, weil man diese ganzen Flatpak-Programme natürlich auch systemweit aktualisieren kann. Also da im professionellen Sektor sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Das Einzige, was mich persönlich nach wie vor bei Flatpak halt stört, ist natürlich, ich sage mal, dieser Speicherbedarf für die einzelnen Programme. Klar erkennen die Flatpak-Apps untereinander schon, welche Bibliotheken vorhanden sind, aber der Speicherbedarf ist natürlich trotzdem hoch. Ich meine, klar, es kostet mittlerweile nicht mehr viel Geld. SSD-Speicher wird mittlerweile auch teils billiger, aber das ist so das Manko, was ich sehe. Aber im professionellen Sektor denke ich schon. Also für einen normalen Anwender. Klar, für uns Spielemax, also wo wir selber alles konfigurieren wollen, denke ich, wird es eher sehe ich zwiegespalten, weil ich selber tüftel halt auch sehr viel rum. Aber so im professionellen Sektor, wenn man dem Anwender, sage ich mal, Rechte wegnehmen möchte, sodass es weniger Fehler auch dadurch entstehen, dann auf jeden Fall eine coole Sache. Und gerade weil du das ja angesprochen hattest, Sean, bei OpenSUSE Micro OS gehen den identischen Weg schon. Genau. Okay, ja, okay. Weil damit nämlich momentan auch einiges rum. Ach cool, mit OpenSUSE Micro OS, sehr stark. Kannst du vielleicht ganz auch mal gleich was erzählen? Ja? Speziell sogar auf dem Raspberry Pi OS. Raspberry Pi 4B. So rum. 4B. Sehr stark, da können wir gleich nochmal direkt drauf eingehen. Absolut, ich kann beide Meinungen sehr gut nachvollziehen, beziehungsweise auch gehe auch mit beiden Meinungen. Ich selber könnte es mir aktuell nicht vorstellen. Ich habe das, glaube ich, auch mal getestet. Und beispielsweise, weil manche Flatpaks noch nicht zu 100% funktionieren. Beispielsweise ein OBS mit Flatpak traue ich mich noch nicht. Auch nie für so einen Stream hier. Ne? Geht. Ja, aber ja, läuft halt nie 100% stabil, das gebe ich dir recht. Das ist die Sache, ne? Also für die Tux-Tage brauchen wir wirklich, die OBS dürfen da keinen Stress machen. Wir hatten tatsächlich genau einen Absturz heute Morgen, haben wir jetzt mal ein bisschen genauer analysiert, da war das X-Window-System am Ende einfach, hat einen Schluck aufgehabt oder so und dann waren wir weg.
war mal weg.de. Das war auch komisch. Aber ansonsten passiert sowas eigentlich bei solchen stabileren Systemen eigentlich nicht. Fand mal in der Hinsicht natürlich schade, dass es uns passiert ist. Aber bei Flatpak hast du einfach auch von der Kompatibilität noch manchmal einfach Probleme. Ich denke, wenn immer mehr Fokus, und das wird kommen, auf diese Flatpaks gelegt wird und auch auf und die Entwickler auf die eigenen Flatpaks dann mehr Fokus legen und die besser integrieren. Natürlich, du musst immer ein bisschen Arbeit reinstecken. Auch wenn du das deployed hast, relativ einfach schaffst, dass es dann zu 100% läuft, brauchst du noch ein bisschen was. Aber wenn du das hast, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich für die Zukunft auch selber mal so ein Silverblue langfristig zu nutzen. Weil wenn ich meine Anwendung anschaue, was habe ich? Gut, ich brauche in der Hinsicht Flutter fürs Entwickeln, könnte man aber noch in einer virtuellen Maschine verwenden, wenn man möchte. Aber ansonsten, wenn ich alle meine anderen Anwendungen anschaue, dann würde eigentlich alles auf Flatpak funktionieren. Hm. Ausnahme SoftMaker Office. SoftMaker Office gibt es weder auf Flatpak noch als Snap noch als irgendwas. Das muss man einfach, da kann man nur von der Website herunterladen. Finde ich auch schade. Habe ich auch deswegen in verschiedene Empfehlungen nicht reingenommen, leider. Aber ansonsten sehe ich, ich schaue in meine Anwendungen rein, sehe ich nichts, was da nicht gehen würde über Flatpak. Und von daher glaube ich, langfristig, wenn sich dieses Flatpak weiterentwickelt, sind solche Distributionen relativ einfach dann handzuhaben. Und man muss schauen natürlich, was gewinnt am Ende bezüglich Mikromanagement bei den alten Distributionen, in Anführungszeichen. Weil APT und so weiter, das braucht Pflege ganz einfach, oder du nimmst so einen Immutable OS-Ansatz. Ich meine, ich weiß nicht, ob Silverblue komplett immutable ist, sind sie anscheinend ja nicht mit dem RPM OS-Tree, aber versuchen das so gut wie möglich zu sein. Und wenn du in der Hinsicht immer in dieses Unveränderliche reingehst, kann ich mir das gut vorstellen. Dann sind wir natürlich am Ende eher so bei sowas wie Android angelangt, aber das kann ich mir auch gut vorstellen, wie du sagst, Steve, vor allem für den professionellen Bereich, für den Workstation-Bereich und so weiter, ist es einfach noch einfacher nochmal aufgesetzt. Aber man ist halt dann komplett den Sachen von Flatpak ausgeliefert. Das heißt, wenn ein Flatpak-Entwickler mal ein komisches Update rausbringt, dann hast du halt auch den Mist. Gut, du kannst bei Flatpak auch noch zurückstufen und so. Gut, in der Hinsicht hast du es auch überall. Aber manchmal wird Flatpak noch etwas stiefmütterlich von den Entwicklern behandelt. Ne? Zumal es vor einem halben Jahr sogar, glaube ich, vor einem halben Jahr gab es sogar den Fall, dass korrupte Software halt in diesem FlatHub angeboten wurde von irgendeinem Entwickler. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, ne? Dass da nichts durchkommt. Ne? Also ich habe ja selber mal eine Flatpak-Anwendung, die gibt es immer noch, veröffentlicht, und der Veröffentlichungsprozess war relativ einfach. Also die haben wahrscheinlich einen Basic-Check gemacht, die Developer, haben ja auch Tipps gegeben, wie ich mein Programm nochmal besser machen könnte, innen drin, fand ich stark. Nur wenige, aber das ist halt von der Kompatibilität her, dass es auch besser aussieht sozusagen, mit Flatpak auch besser funktioniert, aber ich kam da relativ einfach rein. Ne? Mag sein, dass es auch nur ein Godot-Projekt war und ein Spiel ist und so, aber trotzdem, ne? Also da könnte schon mehr was versteckt drin sein. Von daher, ja, die Möglichkeit hast du aber leider überall. Ne? Muss man natürlich gut drauf achten. Ja. Wollt ihr noch was zu diesem Thema Flatpak, Fedora, Silverblue in Anführungszeichen sagen? Fällt euch dazu noch was ein? Ich hätte einen Fun-Fact für dich, der das komplette Gegenteil beweist. Ich bin seit über einem Jahr auf OBS als Flatpak unterwegs und es läuft gut. Ich habe nur andere Probleme mit den ganzen Plugins, aber das ist eine andere Geschichte. Die muss man ein bisschen anders installieren. Okay, stimmt. Ja, unter Punkt war / Flatpak und dann OBS Studio, oder? Wahrscheinlich. Ja, geht aber nicht alle. Dann muss man das Plugin als Flatpak installieren, dann geht's. Das ist total wahnsinnig, aber okay, ja. Also tricky. Okay, tricky. Ne? Aber ich denke, wenn das weiter etabliert ist, wird das auch besser funktionieren. Ja, aber cool, gut zu wissen. Na, gut zu wissen. Hast du noch was zu dem, Steve? Nö, eigentlich nicht. Okay. Ich glaube, wenn du es schon vorhin mal angeteasert hast mit dem OpenSUSE Micro OS, erzähl doch mal, wie läuft das? Für welche Sachen testest du das gerade und für was schätzt du das langfristig ein? Also ich spiele ja momentan, weil mit der Kombination mit dem Flatpak, also es gibt verschiedene Projekte natürlich, mithilfe von Flatpak die Wine-Anwendungen zum Laufen zu bringen.
Läuft natürlich noch nicht so super. Also ein Projekt oder was man halt auch unter FlatHub installieren kann, ist dieses Bottles. Mein Ziel ist es eigentlich natürlich, die Projekte oder die Programme, die ich halt zum Laufen bringe unter Linux, sei es jetzt Fusion 360, sei es jetzt Rhino, etc., dass man das halt über Flatpak in einer Art Container-Umgebung halt zum Laufen bringt, um das halt einfach überall ausliefern zu können. Das ist so. Und mit MicroS arbeite ich halt deswegen, weil ich halt irgendwann mal mit dem Gedankenspiel halt vielleicht dann dort rüber zu schwenken. Genau. Und mit dem MicroS gebe ich recht, das ist schwierig, weil man halt, klar, ich habe das dort mal ausprobiert mit diesem ganzen RPM nachrüsten, was ja eigentlich nie sein sollte. Aber manche Programme gibt es da halt noch nie. Und ja, also es läuft vieles, aber da muss halt noch ganz schön dran gearbeitet werden. Genau. Und aber auf dem Raspberry Pi ist es eigentlich eine coole Sache, wenn man halt bestimmte Sachen machen will, gerade wenn es jetzt um irgendwelche Webgeschichten geht. Ja. Okay. Will noch jemand was zu dem MicroS sagen? Ich kann da wenig sagen, aber ich finde, das hört sich erstmal ganz spannend an. Und ansonsten hätte ich auch noch mal ein ganz anderes Projekt, wo ich einfach mal eure Einschätzung hören würde. Dann leg los, weil zu MicroS kann ich nichts sagen, lag noch nicht bei mir im Fokus. Ich habe es auch noch nicht angeschaut, aber ich wollte es mir mit Hauke mal anschauen im Stream tatsächlich. Da bin ich mal gespannt. Ist interessant. Aber okay. Es, wie gesagt, ja, ähnlich wie bei Fedora, also mit Silverblue. Ja, bloß, okay, dass natürlich die jeweiligen natürlich ein paar andere Ansätze haben, aber vom Grunde her ist es bei beiden dieselbe Richtung. Das alles auszulagern, also in solchen Containern zu machen, dass man halt nie zu viel verändern kann im System selber. Okay, absolut. Ja, das ist absolut. Ja. Ansonsten fragt Martin Müller gerade, wie will man denn auf unsere Inhalte in Flatpak achten als normaler User? Kannst du eigentlich nicht. Geht nicht als normaler User. Da müssen die Flatpak oder FlatHub Maintainer drauf achten, also die da wirklich sich darum kümmern, was für Software da drauf ist. Ich als Einsteiger bin da auch überfordert und ein bisschen misstrauisch. Genau, das ist die Sache, aber das könnte jede Distribution machen. Ne? Also, aber natürlich ist es bei Flatpak ein schönes Ziel, weil du halt so relativ schnell auf vielen unterschiedlichen Distros landen könntest als Entwickler. Ne? Und ich gehe aber stark davon aus, dass da auch nochmal ein größerer Sicherheitsapparat drumherum gebaut wird, vor allen Dingen, weil ja Flatpak oder FlatHub ja auch kommerziell werden will, dass man da auch kommerzielle Anwendungen direkt kaufen kann. Finde ich auch sehr stark, die Entwicklung. Und von daher gehe ich davon aus, dass das weiter im Fokus sein wird, aber man sollte es nicht für selbstverständlich halten und immer mal nochmal nachprüfen. Ne? Gut, was kann solche Software anstellen? Bei Flatpak kannst du es wenigstens checken, was die machen kann und beziehungsweise auch einstellen über die Berechtigungen über FlatSeal. Das ist eine ganz coole Anwendung. Ansonsten kannst du beispielsweise, wenn du eine DEB-Datei aus dem Internet herunterlädst, kann da auch alles drin sein. Also von daher, da muss man genauso aufpassen. Ne? Aber am sichersten ist es natürlich erstmal aus dem Main-Repository von deinen Linux-Distributionen, weil du da meistens auch die Build-Scripts siehst, wie diese Pakete zusammengebaut wurden, und dann kannst du das da viel, viel besser, ich sag mal, begutachten. Na? Und im Übrigen, noch was hinzuzufügen, bei Flatpak hast du ja noch die Möglichkeit, wenn jetzt dort doch mal eine neuere Version von dem Programm rauskommt, die vielleicht doch irgendwelche Sicherheitsprobleme oder Bugs drin hat, dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, bis das Ganze gefixt wird, einfach wieder auf eine ältere Version zurückzuspringen, wo halt der Fehler nicht drin ist. Das ist halt nochmal eine große Stärke. Absolut. Ansonsten schreibt Let's Find a Way nochmal, FlatHub wird nicht die alleinige Quelle von Flatpak sein. Die Distros werden ihren eigenen FlatHub haben, genauso wie jetzt die Paketquellen. Ich gehe auch davon aus, dass wir einmal das FlatHub als großes Anwendungs-
Universum haben, aber auch beispielsweise das Linux Mint, wenn Linux Mint groß mal auf die FlatHub-Schiene steigen würde, dass die auch ein eigenes FlatHub haben werden. Fedora macht es vor, die haben auch schon eine eigene FlatHub-Quelle, auch für die ganzen GNOME-Anwendungen beispielsweise. Die kommen nicht von dem FlatHub selber, die haben da ihre eigenen. Ich würde aber nicht sagen, vor allem, weil das FlatHub schon so etabliert ist, dass das FlatHub irgendwann überflüssig sein wird. Ich gehe ganz stark davon aus, dass FlatHub global in der Linux-Welt verankert sein wird. Und von daher ja, würde ich das absolut sagen. Ja klar, ne? FlatHub wird nicht das Einzige sein. Das ist das Schöne an FlatHub. Bei Snap hast du nur ein großes Universum und das ist dann auch wieder der Nachteil an Snap tatsächlich ganz groß. Ja, genau. weil halt jeder seine eigene Suppe kocht. Ne? Würden die Snap-Entwickler, FlatHub-Entwickler sich mal zusammentun und eine Sache entwickeln, ich denke, das wäre viel, viel effektiver. In gewisser Weise überschneidet sich natürlich Flatpak und Snap und da wird auch ein Battle, ich sag mal, ausgetragen. Am Ende gehe ich aber also momentan davon aus, dass Flatpak eigentlich jedenfalls in der Linux-Welt das Rennen gewonnen hat. Wenn wir sehen, wie viele Distributionen Flatpak integriert haben, standardmäßig, und wie wenig Snap, weil Snap hat, soweit ich weiß, nur Ubuntu mit ein paar Flavors mit drinnen. Ansonsten sogar PopOS hat Flatpak drin. Und von daher, aber Snap hat auch nochmal einen anderen Fokus im Serverbereich, wo Flatpak gar nicht drin ist. Das heißt, sie sind nicht komplett gleich, sie haben auch unterschiedliche Technologien unten drunter, von daher kann ich das nachvollziehen und ich finde es aber auch gut in gewisser Weise, dass wir da wieder so eine Konkurrenzsituation haben. Natürlich, wenn sie sich beide zusammentun würden, dann ja, macht das schon Sinn, aber Canonical hat ja auch immer so ein bisschen seinen eigenen Kopf teilweise. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Canonical da sein eigenes Projekt hat. Und das Schöne ist, die beiden ergänzen sich ja auch ganz gut. Und von daher würde ich das nicht ganz so kritisch sehen. Aber du hast recht. Wenn man natürlich mehr an einem Strang zieht, dann könnte das gut sein. Beziehungsweise wenn Canonical sich FlatHub oder dem Flatpak-Projekt anschließen würde, dann würde das nochmal einiges an Stärke bedeuten für den gesamten Linux-Markt. Absolut. Aber das will Canonical nicht. Die wollen ja ihre eigenen Fittiche ja auch unter den Servern haben. Kann man aus Canonicals Sicht zum gewissen Teil ja auch verstehen. Aber naja, dann müssen sie halt auch damit rechnen, dass andere da gegen die Wirkung starten. So, genau. Bei Linux Mint kann ich mir vorstellen, dass die X-Apps in einem eigenen Flatpak-Repo gepackt werden können, schreibt Cubix. Das sehe ich genauso. Also die X-Apps, also Xet beispielsweise, X-Viewer, Pix beispielsweise. Na, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, die kein Linux Mint nutzen. Oder auch beispielsweise Wopinator, gehe ich stark davon aus, dass Linux Mint früher oder später auch sein eigenes Flatpak haben wird. Also wenn sie da mitfahren. Ich gehe stark davon aus, dass sie das irgendwann haben werden. Ist Snap im Serverbereich nicht sogar sinnvoll, schreibt verändert? Da, wir haben ja einen Server-Spezialisten da mit Micha. Ne? Würdest du Snap irgendwo Docker vorziehen, beziehungsweise siehst du da große Unterschiede? Beziehungsweise, ja, Unterschiede gibt es schon, aber wie schätzt du das ein? Der Unterschied ist ja, dass du Snap ein bisschen einfacher aktualisieren kannst als jetzt zum Beispiel ein Docker-Container. Ne? Da muss man sich ein paar, ich sag mal, Brückenprogramme oder Skripte bauen. Aber ansonsten sehe ich da jetzt einen Vorteil drin. Man kann es nehmen, man kann es wunderbar einrichten. Ist wirklich eigentlich erstmal Geschmackssache. Was man aber sagen muss, über Snap ist auch eine Rückportierung in dem Sinne möglich, weil Snap ist ja seit, lass mich nicht lügen, Ubuntu 16.4 LTS möglich und erst bei 18.4 haben sie es wirklich aggressiv beworben oder auch implementiert. Aber ab 16.4 ist es, glaube ich, möglich. So kannst du zwar quasi noch auf einen 16.4er Ubuntu, was irgendwie im ESL-Support ist, oder Extended Security, ESL, ja. Support ist, quasi noch mit neuester Software versorgen zum Beispiel. Das ist okay, das kann man machen, da kann man sich im Canonical-Universum quasi wohlfühlen, das funktioniert. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, dass man das nicht quasi mit anderen Containertechnologien, ob nun Docker, Podman oder Kubernetes, nicht genauso hinkriegt. Okay, gut, check.
Ansonsten, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Gibt es noch ein Thema, was jemand von euch noch unbedingt loswerden möchte, beziehungsweise was wir unbedingt ansprechen sollten? Nein. Dann habe ich noch ein Thema zum Abschluss, wo ich einfach nochmal eure Meinung zuhören würde, auch die Meinung der Zuschauer. Und schön, dass wir heute ein bisschen mitdiskutieren auch. Na, Snap wird auch etwas besser kontrolliert, welche da reinkommen, was im Serverbereich schon vielleicht Sinn hat, statt verändert. Würde ich gar nicht so sagen. Also wenn du das Snap-Repository siehst und nach Spotify suchst, ich glaube, du hast 5 oder 6 verschiedene Projekte wieder. Das ist FlatHub sogar organisierter, leider in gewisser Weise. Ich weiß nicht, was da Canonical sich davon erhofft oder denkt. Muss nicht unbedingt Spotify gewesen sein, aber es gibt bei verschiedenen Programmen extrem viele Optionen, die auch manchmal alle nicht mehr funktionieren und so. Also das ist schon sehr zugemüllt mittlerweile, leider. Aber worauf ich hinaus will, ist einmal portables Home-Verzeichnis. Das gibt es jetzt seit neuestem, seit ein paar Monaten, meine ich. Das heißt, man kann sein komplettes Home-Verzeichnis mit Passwort und so weiter, was nicht im Home abgelegt, ist aber nochmal woanders. Über Systemd wird das kontrolliert. Systemd Homed heißt es. Kann man tatsächlich sein Home-Verzeichnis von Computer zu Computer mitnehmen und somit vielleicht auch einfacher später in der Cloud abspeichern. Was haltet ihr von den Gedanken? Wo seht ihr auf jeden Fall die Anwendungszwecke? Und am Ende, ist das nur eine Spielerei oder hat das wirklich Vorteile? Im Gegensatz zu den anderen Technologien, die jetzt schon draußen sind. Hat jemand von euch schon was zu sagen? Ansonsten kann ich und dazu auch schon mal meinen Senf zugeben. Ich muss mal kurz darüber nachdenken, aber es wird interessant, sage ich mal. Ich habe erstmal noch gar nichts gehört, wenn ich ehrlich bin. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber ich finde es dann interessant, wenn man Richtung unseren Freunden von Dataport überlegt, Open Source Arbeitsplatz, Homeoffice-Arbeitsplatz, wechselnder oder dynamischer Arbeitsplatz in irgendeiner Firma oder öffentlichen Verwaltung. Da wird es ganz interessant. Da finde ich es sehr, sehr spannend, mit der Technologie quasi Arbeitsplätze zu schaffen, die nicht fix sind. Ne? Das haben wir auch mal in einer Firma versucht, mit einheitlichen Dockingstation, Notebooks. Das steht und fällt dann irgendwann mit dem Hardware-Support oder der Hardware-Bereitstellung. Aber wenn du quasi unabhängig wärst von der Hardware, die irgendwo steht und quasi trotzdem überall arbeiten kannst mit einem mobilen Home-Verzeichnis, finde ich interessant, werde ich mir mal angucken. Diesen Ansatz gibt es aber bereits auch schon bei Flatpak. Da kann man natürlich leider nur übers Terminal momentan, aber man kann über das Terminal tatsächlich die Anwendungen auf einem externen Laufwerk schon installieren. Und wenn wo auf dem anderen System Flatpak installiert ist, kann man es dort die Anwendung starten vom Laufwerk. Und das Gleiche ist auch bei Wine der Fall. Bei Wine hat man ebenfalls die Möglichkeit, das auf dem externen Laufwerk halt einzurichten. Und dann nimmt man einfach die Windows-Anwendung mit und startet die auf einem anderen System, wo Wine installiert ist. Aber natürlich diese Variante hier ist natürlich dann wesentlich besser für die Zukunft, weil man dieses ganze Gefriemel dann nicht hat. Das stimmt. Ich würde mich da anschließen. Also einmal, klar, du kannst deine Dateien und so weiter richtig gut mitnehmen. Das Problem wird dabei sein, wenn du auf unterschiedlichen Linux-Betriebssystemen bist, auch der unterschiedlichen Programmversionen durch die Konfigurationsdateien. Da sehe ich noch ein Problem. Wenn der jetzt aber auf solchen Immutable OSs oder die immer die aktuellste Flatpak-Version haben, dann wird das schon gehen. Aber da sehe ich in der Hinsicht, also einfach mal nochmal, was man beachten müsste, dass halt die Programme da noch nicht mit inbegriffen sind. Klar, ansonsten kannst du deinen Rechner auch direkt mitnehmen. Aber ich finde den Ansatz sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wo das wirklich mal richtig große Anwendungsfälle findet. Bis jetzt ist es nur mal da und man schaut mal, wo man das entwickelt. Eine Sache vielleicht nochmal zum Ende bezüglich HomeD. Ich wollte noch etwas dazu sagen. Fällt es mir noch ein? Gerade fällt es mir nicht ein. Ach ja, genau. Man kann das ja relativ einfach nachbilden im Unternehmensumfeld, beispielsweise dann mit einem NFS, beispielsweise, also Network File System, wo die Home-Verzeichnisse dann auf dem Server intern gespeichert sind und die Anmeldung per beispielsweise Kerberos, ne? Wenn man dann das im Unternehmensfeld sieht. Das heißt, so portables Home-Verzeichnis
Ja, muss man da nicht unbedingt dann direkt drin haben, aber vielleicht wird das einfacher. Und wenn du wirklich dein Home-Verzeichnis auf irgendeinem Server hosten kannst und dann einfach von dort dann auch beispielsweise deinen gesamten Desktop dann einloggen kannst, das könnte ich mir sehr, sehr cool vorstellen. Noch gibt es solche Dienste All-in-One noch nicht, aber ich glaube, wenn das langfristig der Fall sein wird, dann werden wir da auch nochmal von einer ganz, ganz anderen Basis von unten ansetzen. Und das könnte sehr interessant für die Zukunft werden. Ja, das wäre es eigentlich auch schon zum Talk gewesen. Hat noch jemand von euch Sachen, die er noch uns mitgeben oder den Zuschauern mitgeben möchte, dann ist jetzt die letzte Chance. Nicht der Fall. Gut, dann herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und vielen, vielen Dank an die Zuschauer, an euch, und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich durch mit dem Linux-Quiz. Wir werden das auch in dem Metaverse machen, also da werden auch ein paar von uns drin sein und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder direkt im Linux-Quiz. Bis gleich. Und danke fürs Dabeisein.